Ja, liebe Festgemeinde, jetzt, wenn einem was Gutes, besonders Gutes widerfährt, ne, ist das schon mal eine Dose Asbach wert. Und genau das testen wir jetzt. Asbach Cola aus der Dose, kenne ich ja. So auch noch nicht. Mit 330 Milliliter, wir 10 Volumenprozent. Und ja, ich kenne es als Hütchen, weil ich komme aus Hessen, da sagt man in aller Regel Hütchen dazu. Hat aber auch viele Namen, steht drauf: Asbach Cola, Futschi, Rüscherl, Hütchen, Dopsi, was auch immer. Asbach Cola it is. So, dann hauen wir uns den mal rein. Prost. Wohl sein. Ja, das ist eine gar nicht so schlechte Mischung. Und das Schöne bei Asbach Cola ist, es muss nicht kalt sein. Weil Asbach schließlich und endlich ein Weinbrand ist. Und Weinbrand soll man ja eigentlich eher so bei Raumtemperatur in einem Cognac-Schwenker und so einem Scheiß. Und deshalb, ne, Micha stimmt mir da uneingeschränkt zu, weil er ist permanent klar. Immer mit seinem Cognac-Schwenker auf dem Sofa sitzt, genau. Während er sich wissenschaftliche Dokumentationen im TV anschaut. Ja, das ist. So wie Pokémon zum Beispiel oder wie ist das andere? Dragon Ball Z-Dingens? Pokémon gucke ich nicht. Hätte ich jetzt auch behauptet. Aber so. Dragon Balls gucke ich. Also auf jeden Fall, ne, das ist. Prost. Eine recht angenehme Mischung. Übrigens hier Shoutout an Jens, weil Jens, du weißt warum. ja, es gibt ja Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen das nicht und es gibt Leute, die haben das mal zu sehr gemocht. Ja, und ich gehöre zu denen, die es mögen es nicht. Macht nichts. Also auf jeden Fall, ne, das kann man gut trinken. Das muss jetzt auch nicht total kalt sein oder sowas. Das ist jetzt hier ungefähr Raumtemperatur, also wenn der Raum draußen ist und funktioniert ganz gut. Ich werde die Dose jetzt auf jeden Fall mit Genuss zu Ende trinken und ich glaube, ich werde das auch in meinen Langzeitvorrat überführen, so ein paar Döschen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.